Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem kleinen Statement-Video bzw. meiner Meinung über die ganze Sache zwischen Mimi und Leon Mascher bzw. Tio Puan, der Gang halt eben, die ja da versammelt war. Die Kurzfassung möchte ich einfach kurz geben. Also ich glaube mal eher weniger, dass ihr auf dieses Video zuerst gelangt, bevor ihr eben nicht wisst, um was es hier geht, weil wenn man das hier anklickt, dann will man sich eine Meinung verschaffen oder sich andere Meinungen anhören. Und das mache ich ja hier. Also werde ich jetzt ganz wirklich nur ganz kurz schildern, um was es jetzt was ich jetzt genau meine Meinung sage. Also an den Video Days in Berlin, wo Tanzverbot zufälligerweise auch zufälligerweise jetzt nicht auftrat, aber halt eben ApoRed zur Rede bringen wollte, leider vergeblich. Da hat einer in diesem Fanhaufen, in dieser Masse bei Tanzverbot eben aufgenommen, wie Mimi von Simon Dessue, Leon Mascher und irgendeinem anderen verfolgt wurden und vielleicht noch irgendein anderer, ich weiß es nicht gerade so genau. Und wo haben ihn dann halt am Ende, sag ich mal, gefangen und haben von ihm die SD-Karte erwartet, sonst würden sie ihn ausziehen. Und wenn das halt real ist, dann finde ich das richtig asozial. Aber jetzt noch kurz weiter zu der Geschichte. Davor war es halt noch irgendwie so, dass Leon Mascher ein bisschen Mimi provoziert hat. Bisschen ist jetzt gut, aber halt so von wegen, hä, willst du mich schlagen? Komm, schlag mich doch, schlag mich. Hier seht ihr Leute, der Typ will mich schlagen. Also so wurde es zumindest von Drunks Mute erklärt, dass es halt auf provokante Art und Weise war. Und so hat auch Mimi in seinem ersten Statement-Video gebracht. Und Mimi hat dann wohl daraufhin halt wohl ernst gemeint, ich will dich nicht schlagen, ich will nur mit dir reden, oder? Ich will nur mit dir reden, was auch halten. Auf jeden Fall hat er gesagt, ich will dich nicht schlagen. Ja. Jetzt wieder zurück zu der Stelle. Mit der SD-Karte, wo die SD-Karte wollten. Also man hat dann gesehen, wie die so an der Ecke das so geredet haben und eben die SD-Karte zerstören wollten, und das wurde halt dann vor Mimi gemacht. Ist ja Sachbeschädigung. Und ja, zur Flucht kam es eigentlich auch durch eine ganz komische Sache. Also ihr müsst jetzt ja eigentlich wissen, wie das Ganze abgelaufen ist, wenn ihr hier schon drauf seid, wie gesagt. Und am Ende war es dann halt so, dass Leon Mascher irgendwie halt so. Also, dass sie halt beide da noch geredet haben und halt und dann halt noch eine Drittperson dabei sein sollte, um halt eben das Ganze halt aufzufassen. Und Leon Mascher wollte natürlich nur sein Homie ApoRed haben, und Mimi hat so vorgeschlagen, dass er June mitnimmt, oder was June oder was Hisham, ich weiß nicht. Ja, ich glaube, das war June, aber Leon Mascher wollte das nicht, und am Ende hat dann Mimi dann wollte ja gesagt, und dann haben die das halt beredet. Und dann hat sich wohl auch Simon Desio einfach barsch dazugesetzt und so und dann haben die so behauptet, so von wegen, ja, warum kritisierst du nicht einfach Filme? Die machen doch genau dasselbe oder sowas in der Art. Wir sind auch nur Spiele, wir machen das, was das Publikum will. Und ich finde, der letzte Satz, Alter, der ist so göttlich. Ich werde dazu am Ende etwas ablästern. Ich werde jetzt so kategorisch ein bisschen das Ganze, wie sagt man, bemeinen ist ja kein Verb, sagen wir einfach mal. Ich werde jetzt so von Anfang bis Ende kategorisch, beziehungsweise von der Zeit her, vom Anfang bis zum Ende dazu alles halt meinen Senf abgeben. Einfach mal so zu der Sache mit dem Handy und der laufenden Legria bei Dings, bei Mimi und halt eben mit dem Handy bei Leon. Also das mit der Provokation, das zeigt einfach nur mal, auf welchem Niveau Leon Mascher ist. Und ich glaube, irgendwie Mimi wurde es da auch irgendwie unwohl, dass alle irgendwie die Aufmerksamkeit bekommen und manche vielleicht gar nicht mal wissen, wer Mimi überhaupt ist. Man wundert sich ja, wer ist das? Weil Mimi ist ja jetzt nicht allzu groß, aber natürlich groß. Leider nicht so groß, weil sein Content ist, weiß Gott, besser als wie in meinen Augen, als wie bei Leon Mascher oder Simon Desio oder insgesamt einfach. Ist ja Ansichtssache, leider Gottes, aber
Wer halt sich eben von den YouTubern manipulieren lässt, der ist halt so blöd und soll eben in seiner Scheinwelt leben. Aber okay, gut, also dann kommen wir zu der nächsten Sache, nämlich zu der Flucht von Mimi. Also alleine, dass sie ihn schon verfolgt haben, hat ja eigentlich gezeigt, dass sie irgendwas zu befürchten haben. Aber da stelle ich mir die Frage. Also, wenn Leon so blöd war und eben sein provokantes Verhalten gezeigt hat, dann entweder er steht dazu oder er ignoriert es halt. Aber nein, man muss ja erstmal natürlich schauen, dass die Beweismaterialien gelöscht sind, weil einen anderen Grund gibt es doch nicht, die SD-Karte zu löschen. Weil das wurde gar nicht besprochen, nicht bei Drunken Moods oder bei Mimi selbst, also. Also es kann eigentlich nur wegen dem Grund sein, hier nicht Leon Mascheras provokantes Verhalten zu zeigen. Aber am Ende haben es ja doch gibt es ja doch Zeugen und doch eben Beweismaterial, Gott sei Dank. Und ja, die nächste Sache wäre dann wiederum dann der Moment, als er gefangen wurde und sie ihn ausziehen wollten, also wirklich ausziehen wollten, nur um diese scheiß verdammte SD-Karte eben zu, ich sage mal, zu zerstören, damit eben das nicht mehr verbreitet werden kann. Und am Ende hat halt Mimi eben die SD-Karte gegeben und sie haben die SD-Karte vor seinen Augen eben kaputt gemacht, sodass die Beweismaterialien weg sind. Aber zum Glück gab es ja diese Aufnahmen von dem, von irgendeinem, sag ich mal, ich sag einfach mal Fan von Tanzverbot. Keine Ahnung, ob das ein Fan war. Auf jeden Fall war er bei Tanzverbot und hat das halt eben auf Kamera gehabt. Wahrscheinlich per Zufall, so also nehme ich doch mal an. Und ja, dann kam es ja zu dem blöden Ende eben, dass er dann, also Mimi noch mit ihm dann reden musste. Also so von zu Gesicht zu Gesicht, also Mimi und Lea Machia, und zur Sicherheit sollte halt eine Drittperson dabei sein, und also von jeder Seite einer für Lea und einer für Dings, damit man da jetzt nicht viel vertauschen kann, beziehungsweise das, ja, keine Ahnung. Mimi hätte ja Dune an seiner Seite gerne gehabt, der da war und ihn auch ein bisschen, sag ich mal, unterstützt hat. Und Leon wollte eben ApoRed und wirklich nur ApoRed. Am Ende hat dann halt auch Mimi gesagt, ja okay, dann machen wir es halt so. Und dann war es halt so, dass ich Barsch wirklich einfach mal nur so Sam Dessio dachte, ey, setze ich mich da einfach dazu ohne Absprache. Und dann sollen die wohl wirklich gemeint haben, so, ja, warum kritisiert er keine Filme? Das sind ja auch im Endeffekt nur Schauspieler, wir machen ja auch nur Zeug, wir machen ja auch nur das, was unsere Zuschauer von uns wollen. Und ich finde dieser letzte Satz wirklich ungelogen, der ist so göttlich. Denn an was erinnert euch dieser Satz? Ich mache nur das, was unsere Zuschauer wollen. Und jetzt tauscht einfach mal Zuschauer um in irgendeine andere Person. Das hört sich dann eigentlich so an, als wäre man eine Hure, also eine Person, die was für eine andere Person macht, um dadurch an Geld zu kommen. Und in dem Fall werben die halt mit dicken, fetten Kreisen und Pfeilen und Caps Lock Titeln und langweiligem Content werben die einfach mal Leute an, beziehungsweise die minderjährige Ziel, also die minderjährigen Leute so gesehen. Und ja, gut, wenn man jung ist, lässt man sich leicht manipulieren. Man sieht es ja auch schon bei diesem Käse und Kuchen Beef. Also natürlich, das war, es ist, wenn man jetzt so überlegt, ist es schon circa auf gleicher Ebene ein bisschen. Erst recht, jetzt ist es ja nicht so lange her. Also das kam ja etwas später raus. Die Videodays waren ja schon vor mehreren Wochen.
Ja, SD-Karte, die Sache mit der SD-Karte, die laufende Legria und eben dazu halt noch eine Auseinandersetzung, sage ich mal so, mit halt den Unterschied mit Flucht und Provokation. Obwohl Provokation war ja bei KuchenTV auch irgendwo dabei, aber ja, wenn ich, ich könnte es mal bei einem anderen Video vielleicht mal genauer erklären. Das war jetzt einfach mal nur so ein kürzeres Statement dazu. Ich finde, da kann man noch sau viel dazu sagen. Falls ihr Interesse darauf habt, meine Scheiße, also mehr Scheiße von mir darüber anzuhören, dann könnt ihr gerne nachfragen. Sag einfach, wenn ihr drauf Bock habt, dann gebt mir Bescheid. Ich freue mich dann mal auf vielleicht eventuell konstruktive Kritik, falls es das geben soll. Beispielsweise jetzt die Kritik auf dieses Handy, auf die Handyaufnahmen, wo ich das halt so rausgeschnitten habe von KS gegen Kuchen. Das war ja total erbärmlich, was da für Kommentare waren. Dazu werde ich vielleicht auch noch ein kleines Video machen, was ich eigentlich schon längst vorhatte, aber eben mir dann so dachte, dass ich mich da nicht einmischen soll. Aber jetzt denke ich mir so, ich mische mich ja nicht wirklich ein, ich gebe nur meine Meinung, und wenn man seine Meinung dazu gibt und das gleich einmischen ist, ja, was will man denn dann bitte schön machen? Soll man dann etwa immer die Fresse halten, nur weil man eben, ja, egal, ich sag jetzt aber mal nichts mehr. Denkt euch euren Teil. Falls ihr das Video bis hierhin geschafft habt, dann bedanke ich mich auf jeden Fall und würde einfach mal sagen, tschüss, bis dann und vielleicht bis zu einem weiteren Video.